Was geht, ihr miesen Schweine? Also bei mir geht es jetzt nach München zum Oktoberfest. Mal wieder mit dem guten Inkognito und seiner Dame und dort treffen wir Hector Panzer, saufen uns die Hucke voll und so weiter und so fort. Die Hinfahrt geht mit dem Auto und heute ist Freitagnachmittag, also jetzt. Und Sonntagabend, naja gut, 17 Uhr geht's halt zurück. Meine Mitreisenden müssen ja Montag auf Arbeit. Eigentlich sollte der Herr Klenk mitkommen, aber es gab noch logistische Probleme. Lachkick des Todes. Also, ich freue mich auf Weißwürste, Brezeln und feinsten Suff. Und ja, ich komme fast zu spät. Ich sollte mich ranhalten. Wir sind eingetroffen am verabredeten Ort. Das hier ist der Fahrer, ein sehr guter Mann, ein sehr gut aussehender Mann. Ja. Und hier ist sein Kognito. In der Tat. Naja, das wird schon ziemlich krank. Der also, Mann ist wirklich sehr gut aussehend. Ja, das stimmt. Ein Karamellbraun. Und ja, ich würde auf jeden Fall mal hoffen, dass das Wetter in Bayern gut wird. Aber vorerst. Wie sind wir auf den Mann gestoßen? Über BlaBlaCar. Ein BlaBla. BlaBla. Ja. Car. Naja, scheiße, Mann. BlaBlaCar. Ich habe keine Ahnung, was das überhaupt, also wie es da abläuft. Ob das wie so ein Taxiunternehmen ist. Ich hoffe, der Mann bringt ihn sicher an. Ich hoffe, ja. Ja. Ich hoffe, wir bringen ihn sicher an. Ich hoffe auf Stau, wo wir dann genügend Leute belästigen können, während wir mit dem Auto da stehen. Also ein Zeichen. Kein Chicken-Mix essen, doch all die Bitches, die lecken sich die Finger nach, Kollege. Diese intelligenten, reifen Mann, wie das Michelin-Menschen. Was hier los, Mann? Hä? Was ist das? So ein Angeber! Was ist das hier? Ja! Volt, mein Kaiser ist potent. Terry on the corner selling raps. He don't care what you tell him. He a hustler. Bad mother shut up. Riding in a brand new Lex when he pull up. Erzähl mal was über Urin. Na, ich muss übelst schiffen. Geil. Ich halte nicht mehr aus, dieses scheiß Löwenbräu-Bier. Fensterheim! Der Hausherr war anscheinend letztens in München. Merkenswert. Hey, wir sind da inkognito. Erzähl mal was über diese Stadt. Naja, keine Ahnung. Das ist schon krass, wenn man einfach zu Gast in irgendeiner Stadt ist. Da kann man einfach so viel Scheiße labern, wie man will. Man weiß, man sieht die Leute mit hoher Wahrscheinlichkeit niemals wieder. Also kann man die wirklich heftig beleidigen. Da wird, man merkt, wir sind nicht mehr im Osten. Hier stehen ordentliche Autos. Halleluja. Na, München hat sich nicht verändert, außer dass hier 5 Millionen mehr zu sehen sind. Ja, aber sonst ist alles gleich. Ja, wir sind gerade in München angekommen, wir werden erstmal Speisen vom allerfeinsten zu sich genommen. Die heimische Küche wird natürlich ausgetestet. Leute sagen ja immer, ich krieg aufs Maul, wenn ich mich so benehme im Westen oder so. Also ich habe halt noch nie aufs Maul bekommen und benehme mich die ganze Zeit wie Scheiße. Das wird noch passieren. Wie bitte? Max, pass auf, das wird noch passieren. Spätestens morgen auf der Wiese. Na, oi. Elias? Inkognito? Hä? Wie ist denn das so, hier schwarz zu fahren? Da kannst du hier ganz, ganz viele Leute fragen. Oder was meinst du jetzt? Ich frage aber nur dich. Na, was meinst du jetzt mit schwarz? Na, hast du ein Ticket gekauft? Ach so, natürlich nie. Ja, das meine ich ja. Na, ich komme doch aus Dresden. Scheiße, Mann. Das ist der Leibstein. Ach so, ja, der ist halt aus Mode. Wie bitte? Was? Naja, was sagst du mit dem Untergrund? Das ist alles, das ist so komisch hier in München, das ist so sauber. Ich komme mir vor, als wäre ich in einem gut ausgespülten Darm. Ja, das Gefühl kann ich jetzt nie teilen, das ist so befremdlich. Also, na gut, ein fremder Darm, würde ich mal sagen. Der Dom muss weg!
Was sind denn das hier für Musikanten? Das ist ja völlig skurril. Das ist ja Wahnsinn. Ich bin mir gerade nicht sicher, was es hier zu bedeuten hat, aber das ist die Pegida. Staatsratsvorsitzender. Die Pegida München, das ist eigentlich eine Sehenswürdigkeit für sich. Ja, auf jeden Fall, das Publikum ist nur dieser Mann. Ja, und natürlich wir aus dem Osten, das ist selbstverständlich. Natürlich, wir fühlen uns endlich mal wie zu Hause. Alter, was soll denn das? Wir fahren ja 500 Kilometer, um dasselbe wie zu Hause zu erleben. Hey, feinstes Freibier vom Hofbräuhaus Traunstein auf dem Nacken von irgendeiner Alten, die hier arbeitet. Vielen Dank dafür. Ja, gern geschehen. Auf Bayerisch. Ey, wir sind jetzt hier am Bayerischen Hof. Haben uns erstmal drei Bier reingepfiffen, völlig sinnlos. Und hier ist ein sogenanntes, ich weiß nicht, was es ist. Das ist irgendwie eine Statue von irgendeinem Mensch. Und dann sind überall Michael Jackson Bilder. Ich verstehe das nicht. Also, Michael Jackson ist doch tot. Warum ist hier so ein Denkmal? Ja, ich würde jetzt erstmal mich wieder in den Inkognito verwandeln und dann auf diesem Klavier hier spielen. Das wollte ich eigentlich auch gerade anfragen. Verdammten Arschlöcher! Ich kack mir ein, Alter. Meine Güte! Oi, wir streifen gerade durch die Stadt und es gibt hier so gut wie keine Geschäfte, die nach 20 Uhr aufhaben, wo man sich ein Getränk oder was zu essen holen kann. Also halt Bars und irgendwelche. Ich und Inkognito, erzähl mal, was wir bis jetzt erlebt haben, was wir jetzt davor haben. Ja, die Stadt ist vollkommen mystisch. Also das ist wirklich heftig. Also das ist alles sind mystisch. Die Stadt ist halt vollkommen sauber. Aber wie soll ich denn da sagen? Man, das ist so befremdlich. Also wir kommen halt aus dem Osten und diese Unterschiede sind so heftig und. Ja, allgemein, dass halt die Läden, wie gerade erwähnt, schon nur bis 20 Uhr offen haben. Das gibt halt alles ein ziemlich ungutes Gefühl. Also ich glaube, das einzig Positive, was wir hier mitnehmen werden, ist halt die Oktoberfest-Erfahrung. Und halt diese völlig skurrilen Musiker, die ich vor uns gefilmt habe. Ansonsten war es ja, du kannst den Ballon noch zertreten. Das war für mich jetzt das persönliche Highlight des Tages, also nach dem KFC-Essen. Die Leute reagieren schon feucht fröhlich. Ja, Junge, das ist sehr gut. Ja, Junge. Naja, wo hast du deinen Korb gelassen? In der Hut. Junge! Alter. Aber, das ist noch mystischer. Also, das macht die Stadt noch unsympathischer. Ich glaube, hier sammelt das gar keiner weg. Ja. Was ist denn das? Das ist doch krank. Na, hier, die Stadt braucht einfach mehr Pfand, Angels, das steht fest. Das Problem ist einfach, dass man nach um 8 den Pfand mehr abgeben kann. Deswegen sammelt so noch keiner. Was? Wo? Was? Da müssen wir rein. Was dort, wo die ganzen Leute stehen? Yo. Das dort? Ja. Das sieht erschrecklich aus. Nein. Nein. Das sieht nicht nur schrecklich aus, das ist wahrscheinlich erschrecklich. Junge, die Menschen. Heftig. Na, wir sind ja gerade im sogenannten Gebiet. Also das Münchner Nachtleben, das ist bis jetzt genauso kurios wie das Münchner Tagesleben. Das ist so. Weiß nicht, ich kann das nicht in Worte fassen. So befremdlich, so spießig, so völlig komisch. Das ist der Westen. Ja. Das sind westdeutsche Verhältnisse und die sind wir nicht gewohnt, zum Glück. Ja, in der Tat. Also. Na, was ist jetzt der Plan? Na, wir müssen uns jetzt hier 3 Stunden die Zeit vertreiben und die Scheiße ertrage ich auf jeden Fall nur mit Alkohol. Also. Geht's mir genauso. Ja. Ich würde gerne mal mein Hab und Gut unterbringen. Dieses ganze Reiseproviant, das müssen wir die ganze Zeit hier mit rumschleppen, das kotzt mir an. Ja, das nervt schon. Und überall steht Leergut. Ja, ohne Witz. Also hier sammelt einfach niemand das Leergut ein. Ich verstehe das nicht. Ja, wahrscheinlich sind sich die Leute einfach zu schade. Die sind sich zu schade, Pfand Angels zu sein. Also, naja, Real Talk. Das ist. Hier, dort auch. Krank. Ja. Naja. Entschuldigen Sie, wo kann man hier abraven? Also ich bin froh, wenn ich aus dieser Stadt wieder weg bin. Also völlig verkadert. Warte ab, das Oktoberfest wird. Verkadert? Nee. Da hast du dich geschnitten, mein Guter. Warte mal.
Ich hab. Ah, du hast ja deine komischen Pillen. Na, selbstverständlich. Hier, Paul, mit diesem Boost-Killer wirst du auf jeden Fall ohne einen Kater morgen aufwachen. Was ist denn in der Scheiße hier enthalten? Ja, ich habe deine Instagram-Story nicht richtig verfolgt. Na, da stand einfach nur, dass du morgen keinen Kater haben wirst. Was? Kurkumana-Extrakt, Magnesiumoxid und das soll ein Kater werden? Also, ich habe es verwendet und es hat bei mir ernsthaft funktioniert. Probier's aus und schilder mir morgen deine Meinung. Jetzt nicht, aber vor dem Schlafengehen, direkt vorm Schlafengehen, drei so eine Pillen rein. Nicht jetzt. Krass. Ja, probier's einfach aus. Gibt der schon wieder Freibier? Ja, diesmal von linken Gesinde und da ich das sagen, linkes Gesinde. Das entscheiden die Zuschauer. Ach so, naja, verfickte Scheiße, also wir saufen uns halt erstmal vor, damit wir morgen mehr als Maß vertragen. Und ja, ich muss hier höllisch brüllen und ich hasse es, meine monotone, dreckige Missstimme in irgendeiner Art und Weise anheben zu müssen. Bloß wenn hier so eine scheußliche Musik läuft, Alter. Ging gerade noch ein Shot Pfeffi für jeden auf den Nacken des guten Mannes, der an der Bar arbeitet. Das Bier ist ja auch gratis. Ja, Alter, was? Dieser hier, gib mir ein Bier aus. Würde mir anbauen. Vielen Dank. Hey. Was sagst du dazu? Alter, der Suff nimmt kein Ende. Ich könnte kotzen, Junge. Also in Berlin hat er ja gekotzt letztens. Ich hoffe, das wird heute aufs selbe hinauslaufen. Trink jetzt, du Schwein. Ja, ist ja gut. Junge, nee. Alter, mir ist schon wieder schlecht. Du verdammte Sau! Vielen Dank für das Bier! Immer wieder gerne. Feinstes Goldgeld vom ehrenwerten Wessi! Sagt nochmal was an die Leute! Ich fick euch alle! Ei! Paul, wie geht's? Hä? Was? Erzähl mal was über den sogenannten Inkognito. Inkognito ist besoffen, verdammt. Der kann nicht mehr gerade ausgucken, der hängt nur an seinem Handy, weil er ablenken will, dass er Hacke ist. Ist egal. Warte mal, so, mein Guter, erzähl mal was Schönes. Ja, das Bier schmeckt gut. Und dein Inkognito ist voll. Und was mit dir? Ja, ich auch. Hey, aua! Fick dich, du Fotze! Erzähl mal was! Nee, du kannst. Das ist jetzt zu nüchtern, Alter! Nee, du kannst dich jetzt nicht filmen! Ich film dich da gar nicht! Nee, ich bin zu voll, ich will nicht das. Nee, was machst du denn hier mal auf? Maul! Junge! In den Kognito. Ja, nee, bitte nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Alter. Dein Kognito ist ein verdammter Schlappschwanz. Aua, Junge. Oh, Junge, der Suff. Yeah. Oi, erzähl mal, was die Lage ist. Oh, Junge. Da. Lauter? Was? Der Suff hat überhand genommen? Ja. Und, na, die Leute haben ja ein massives Problem. Mit was? Mit Ruhestörungen. Ja, das ist furchtbar. Die Polizei ist ja auch schon angerückt. Junge, ich sehe das von hier, wie die. Was denn? Erzähl doch mal den Leuten, was los ist. Dann, Mensch, ich habe ein sexuelles Verlangen nach meiner Großmutter. Und das belastet mich schon seit 15 Jahren, Mann. Jetzt ist es raus, jetzt fickt euch. Du sollst erzählen, was hier das Problem ist. Ach, du verdammter Schwanz. Mieser Schwein. Nee, Junge, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Bei uns zu Hause ist es normal, dass man auf der Straße ein bisschen rumschreit, ein bisschen Spaß hat. Aber hier kommen auf einmal alle auf einen zu und sagen, man soll ruhig sein. Das ist übelst krank, Alter. Wir haben überhaupt nichts gemacht, bloß so einen scheiß Luftballon. Ihr schreit den ganzen verfickten Abend schon rum wie die Tiere. Ich schreien doch gar nicht rum. Wenn ich hier bezahlen kann und hier saufen kann, dann kann ich hier rumschreien. Max, das ist eine beschissene Bar. Jetzt reiß dich zusammen.
Die sind doch komplett krank, die Leute. Wir machen uns, die sind komplett krank. Wir sind die Papi. Ein bisschen leiser, weil hier ist eigentlich zu und für du schon die Kopf, also bitte. Ja, aber wir sagen doch gar nichts. Ja, also einfach ein bisschen zu rumblenden. Okay. Ja, aber was heißt denn hier Ruhestörung, dass man mal ein bisschen lauter redet? Das sollte einfach leise sein. Das ist doch völlig krank. Die Leute hier haben einfach keinen Sinn dafür zu feiern, ohne Witz. Ja. Na, ich beende jetzt das Video, weil ich mir meine Fresse eingeschlagen haben will. Das ist übelst krank. Ui. Das ist unser guter Gastgeber, beziehungsweise seine Beine. Ne, ich filme nur deine Beine. Das ist unser Taxi, was uns zu seiner Wohnung bringt. Ja, jawohl. Jawohl, er hält an, ich fasse es nicht. Das ist übrigens sein Fotz-Rico-Affenpo. Ich bin der Oma-fickende Rentner-Fotzenfister. Ah, Junge! Mieses Stück Schmutz, bring uns nach Hause, du Schwein! Fick dich! Verpiss dich aus meinem Taxi! Ja, ja, das passt schon. Man merkt sofort, dass man im Westen ist, wenn die Grundgebühr 3,70 beträgt. Inkognito, sag mal was dazu. Ich. Das ist so krank. Ich hoffe einfach, wir schaffen es nach Hause zu unserem Gastgeber. Der Gastgeber ist ein guter Mann. Der Taxifahrer ist sehr genervt und sehr aggressiv. Das sehe ich in seinem Maul. München ist halt so eine leise Stadt. So, die sind alle so ruhig und oh Gott, die müssen alle mal richtig gefickt werden. Ja, aber extrem. Also. Junge, schon 4,30, Alter. Alles gut. Das ist doch krank. Das gehört nicht dazu, die kennen wir gar nicht. Junge, das Taxometer fickt meinen Darm. 4,50, oh, ich schalte lieber ab. Ihr solltet das alle nicht sehen. So, wir sind jetzt bei McDonald's, weil dieser Arschficker, Alter, der jetzt in einem Taxi war, der uns eigentlich die Schlafmöglichkeit geboten hat, hat uns jetzt aus dem Taxi rausgeschmissen, weil ich mich und der Paul, beziehungsweise wir uns, oder ich mich, ist mir scheißegal, zu schlecht benommen haben. Und jetzt brauchen wir eine neue Schlafmöglichkeit. Was sagst du dazu? Um 3 Uhr morgens? Ja, ich hab's bereut, dass ich den Typen nicht getötet habe. Und ja, ich habe versucht, den Ende durchzuziehen, aber der ist entkommen. Ja, ich hätte ihn halt hinterher rennen können, aber dann dachte ich, naja, ist halt ein scheiß Kiffer gewesen, der halt auf sein Leben nicht klarkommt. Und ja, das ist auf jeden Fall das Letzte. Also, ja, du hast vergessen, zu ihm zuzufügen, dass er ein Hurensohn ist. Ja, ich. Der uns erst einen Schlafplatz verspricht und dann aus dem Taxi abholt. Ja, das ist echt krass gewesen, Alter. Ja. Also, wir waren während der Taxifahrt, hat er halt einfach gesagt, stopp, lass mich raus und so. Da hat er halt das Geld gezahlt. Gesagt, ja, ich bin zu high. Ich komme gerade, ich darf nicht klar, ich war 10 Stunden arbeiten. Ich rufe jetzt einen Kumpel an, der mich halt nach Hause fährt. Und ja, ist halt klar, dass ihn da der Kram. Ja, wo schlafen wir denn jetzt? Na, keine Ahnung. Oh nee, oder? Scheiße. Wo ist denn das? Okay, also. Na, du weißt doch, wo das ist. Du hast es gibt erstmal einen 9er Frühlingsrollen bei McDonald's. Ich hab keinen Plan, wo das ist. Ja, dann müssen wir jetzt halt irgendwie dorthin. Das schmeckt ganz geil. Gönn dir mal in den Cognito. Und gib mal ein Update zum Schlafplatz. Ich hab grad absolut keine Nerven, deine scheiß verfickte Kamera zu reden. Ja, der Mann hat irgendwie einen Schlafplatz in einem Bungalow oder in einem Wohnwagen gefunden. Ja, das ist kein Wohnwagen, das ist so ein. Keine Ahnung, das ist sowas ähnliches wie ein Wohnwagen. Er hat gesagt, da drinnen gibt es Strom und Verpflegung. Und das Ding ist halt offen. Wir haben es 3 Uhr nachts und da sage ich einfach nur, das Ding ist offen, wir können jetzt dahin. Alter. Wir gehen jetzt einfach dorthin. Und da gibt es noch nicht mal einen Spiegel, wie soll ich mich fertig machen? Ja, weißt du, dass Wiesen? Dort kein Spiegel gibt, Mann? Wir gehen Wieso sollte dorthin. Da ein Spiegel drin sein, verdammt? Weil es halt ein scheiß Wohnwagen ist. Jetzt halt die Klappe, wir gehen jetzt dorthin. Da ist gar nichts drin. Oh, ich raste gleich aus. Ja, ich raste aus, du hast meinen Ex-Freund verscheucht. Ich hab deinen verfickten Ex-Freund Hurensohn verscheucht. Das ist ein scheiß Kiffer-Junkie. Das ist einfach nur ein Hurensohn. Dieser Mensch ist nichts wert. Das ist kein Mensch, das ist eine Fotze. Du solltest dich dafür schämen, dass du überhaupt mit denen zusammen gewesen bist. Da war ich 13. Du warst 15, hast du gerade erzählt. Ja, ja, ja. Das muss niemand wissen. Link zu Ruhe in der Beschreibung. Hat uns halt verarscht und hat uns irgendwo beim Taxi rausgelassen und ist dann weggerannt. Das ist mega scheiße. Hier ist was los, einfach nur geisteskrank. Nee, das ist alles geisteskrank. Ich würde jetzt einfach nur gerne in diesem Hotel dort liegen, aber alles ist ja ausgebucht. Die Leute hier, die das ist hier. Ah nee, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Die schreien dort rum, aber ihr versteht das ja nicht. Das Mikrofon nicht so weit geht. Es ist 16:30 und dann Cognito gibt es ein Status-Update. Alter, fick dich in dein scheiß Knie, du Wichser.
Ich kann gerade nicht in Worte fassen, was ein Hass und wie genervt ich bin. Es ist 4:30 nachts, was ist denn das Problem? Wir sind ja am Bahnsteig, oder? Junge, wir wurden von dem Kiffer verarscht, Alter. Der das, das wissen die Leute schon, aber was ist denn jetzt das Update? Das Update ist, keine Ahnung, wir pennen jetzt doch bei irgendeinem, wir haben keine Ahnung natürlich, wer das ist und wir haben jetzt versucht, den zu erreichen, aber der ist jetzt halt auch nie rangegangen und meldet sich auch nie die ganze Zeit. Wenn du gerade meine Lippen filmst, ich trash dir die Kamera aus der Hand. Ja, und was sagst du dazu? Wir haben überhaupt gar keinen Schlafplatz, wir haben gar nichts, wir sind im Arsch. Scheiße. Ich von der Nachtgalerie jetzt. Dein verdammter Hosenschild ist offen. Den Kerl erreichen wir nicht, wir sind gefickt. Alter, da ist jemand hinter dir, das ist ja gruselig. Alter. Junge. Hier riecht es nach verwesenden Tieren. Und ich wünsche mir die ganze Zeit irgendwie nur die letzte Aufnahme dieses Tages machen zu können. Aber es ist, glaube ich, 6 mittlerweile. Und ich habe keine Ahnung, wo wir sind oder wo wir jetzt hingehen. Bitte lass mich mal ruhen, Max. Nein, guck hier, du bist völlig fertig. Der ist völlig fertig. Das ist so geisteskrank, es ist so geisteskrank. Ja, ey, wartet mal, habt ihr Plan, wie wir jetzt zur Nachtgalerie kommen? Ja, da waren wir auch gerade, aber dieses Geld zu, 5 macht die zu. Also, zeigt mir eure Scheine! Der hat nicht mal gekotzt. Ja, ich. Was, der hat nicht gekotzt? Weil jeder kennt das Video. Ja, das ist halt unkrass. Der hat doch auf Max seinen Kanal, was hat er noch geäckert? Na, aber mich. Was? Na, alles. Ja. Und, das ist, Alter, wir haben jetzt endlich eine Schlafmöglichkeit gefunden. Ich rauche einfach eine Kippe und das ist so ein krasses Gefühl. Dieser Mann ist unser Schlafmann. Das ist, Gott segne uns. Und Gott segne ihn? Ja. Das ist jetzt wirklich wunderschön. Ja, Deus vult. Was? Was? Unten haben wir doch endlich was gefunden. Ui. Ich weiß es nicht. Das ist einfach nur schön. Ich hätte nie gedacht, dass ich heute noch eine Tür von innen schließe. Alter, das ist geil. Boah. Wir müssen hier unter freiem Himmel schlafen. Junge, ich werde heute noch in Porzellan urinieren. Das ist einfach nur ein schönes Gefühl. Ich bin jetzt mal dein Fotzrico, aka der Tierquäler, aka der Kinderschänder. Und ich sage jetzt mal allen gute Nacht. Vielen Dank, dass wir schlafen dürfen. Erzähl mal was, guter Mann. Oi, oi. Lol. Ja. Hallo. Na, oi. Was sagst du dazu? Vielen Dank, das sind immer deine Freunde. Ja. Was? Ich will einfach nur noch pennen. Siehst das du geht das? Mir genauso. Was? Siehst du das nicht? Ich bin übelst fertig. Ich muss ja auf diesen. Na, ich sehe gar nichts. Ich habe hier irgendwie den Kopf von dem Opa auf dem Nischel. Max. Ein Fotziko? Ja. Schließ mal bitte den Tag mit ein paar weisen Worten ab. Ein paar weisen Worten? Ja. Okay. Meine weisesten Worte sind: Vertraut niemanden. Wenn ihr in ein anderes Bundesland irgendwie fahrt, YouTuber seid und Fans nach Schlafmöglichkeiten sucht, vertraut keinen Käfern. Und auf jeden Fall findet euch damit ab, dass ihr am Ende der Nacht auf dem Boden schlaft, egal wo. Wie auch immer, vielen Dank, Mann. Junge, zieh dich aus, du Schwein! Alter, sehr wunderschön, ich bin hier in dem Bett aufgewacht. Mehr reicht dazu nicht. Ich bin hier in dem Bett aufgewacht, also das ist schon mal alles. Ich habe vor, wo der Alleine. Alter, Junge, ist das wirklich? Ah, ich sag's nicht dazu. Das nicht. Es gibt das mal Captain Morgen zu Morgen. Das ist immer krank. Junge, das Bier läuft aus. Es tropft ins Bett! Ich. Kakita, sag mal was. Naja, ich hab richtig komisch geschlafen. Also. Aber die Antikaderpillen, die wirken. Aber ich, hier, wenn du auf so einen Boden schläfst, das ist der Horror fürs Leben. Also entweder du schläfst auf deiner Wampe oder dein Becken fängt an so zu schmerzen, dass du überhaupt nicht mehr schlafen kannst. Bin ich froh, dass ich das Gefühl nicht kenne.
Ein Neger drauf. Alles los noch. Hier ist es. Ist denn eigentlich jeder politisch? Der Hähnchen, Schenkel. Junge. So, jetzt geht's weiter. Jetzt suchen wir uns auf jeden Fall irgendwo was zu essen. Du hast unser Frühstück gerade weggeschmissen. Dann geht's in ein paar Stunden. Vinzenz Mohr. Und wir machen jetzt unseren Einkauf. Ja. Ey. Also, ich bin gespannt, was die Münchner so zu fressen haben, zu bieten haben. Fremdländische Köstlichkeiten. Ja. Ah, ich bin aber trotzdem froh, dass ich einen relativ klaren Kopf habe, dank dieses chemischen Mülls, den ich vorm Schlafen in mich reingeschüttet habe. Genannt Bußkiller. Also, ja, das ist irgendwie dieser völlig geistlose Suft. Das ist, wir fahren ja extra 500 Kilometer durch die Welt und lassen uns ja einfach nur zulaufen. Das ist sowas ein geistlos. Ja. Kannst du das begründen? Außer, dass wir eine Vollmeise haben? Ja, irgendwas muss man da erleben heutzutage, oder? Selbstverständlich. Ich fühle mich der Mann. Das sieht ja aus wie bei uns zu Hause. Nur ein bisschen. Ui, feinste Därme. Ui, das ist also unser Frühstück. Ja, die Bananen müssen erst gewogen werden. Das ist natürlich auch so eine Sache, die man. Ja. Ja, der Kaffee wird jetzt schön besahnt. Besahnt. Und. Ja, was willst du jetzt von mir hören? Ich will nichts hören, die Leute sollen das hören. Na, was denn? Ja, was Schönes. Gott. Schönes? Ja, jetzt haben sie was Schönes gehört. Und aber leider nicht aus deinem Maul. Ja. Ich weiß nicht, ich würde einfach gerne wissen, aus was für einem Stoff die Kapseln gestern bestanden haben, die wir geschluckt haben vom Schlafengehen. Weil ich fühle mich so, als. Ich weiß es nicht. Ich kann das Gefühl nicht beschreiben, aber das ist komisch. Ich bin mir mal nicht sicher, ob das an der durchzechten Nacht liegt oder ob ich einfach nur grundsätzlich sehr hässlich bin. Wie das Schwein. Jedenfalls saufe ich mir jetzt erstmal direkt noch zum Frühstück einen kleinen Schnaps hinein. Denn wie hat schon meine fette Oma mal gesagt, der Restalkohol hält sich nicht von alleine im Nischel. Wieso bleibt deiner denn so? Na Junge, was? Da bist du noch oft genug alles ja, an meinem Kleid sehen. Na, gib mir ein Statement. Ich hab's noch nicht fertig angezogen. Das ist egal. Ja, später. Oh Gott, du sollst doch einfach nur einen Reißverschluss zumachen. Ja, das ist so. Dann guck mir, erzähl mal was über dieses Kleid. Na, das ist einfach komplett rosa. Ich komme nie auf die Scheiße klar. Ansonsten. Ich finde, das wäre ein Reißverschluss. Ja, das ist so. Der Reißverschluss ist oben. Warum rauchst du? Warum ich rauche? Ja. Remember why you started? Es hat zwar eigentlich keinen wirklichen Grund, aber hast du eigentlich Socken in den Schuhen an? Nee, heute nicht, weil die werden schwarz sein, die Schuhe. Die Schuhe werden dreckig heute, Max. Füll mal deine Schuhe. Nee. Der Max geht mit super teuren Schuhen was auf die Wiesen. Denn? Die sind aus dem Deichmann. Was wollen denn die ganzen Fußfetischisten mit Schuhen? Ja, nicht mit Schuhen, sondern die sollen sich einfach vorstellen, wie diese Füße sind. Ja, ich kann auch Socken anziehen, aber das wird halt nichts bringen. Nein. Kannst du einen Schuh nochmal langsam ausziehen, bitte? Nur einen, danke. Nein, Schluss, das ist krank. Das ist doch egal, das bringt mehr Klicks. Das ist richtig. Nee, warum brauchst du jetzt? Mach jetzt schneller, wir müssen. Ja, los. Wir haben Wartezeit, also, 40 Minuten. Können Sie uns mal Ihre Füße zeigen? Ey, so, wir sind jetzt gleich am Zug. Ich treffe uns erstmal mit dem Hector Panzer am Hauptbahnhof. Dann geben wir bei irgendeiner Freundin von der guten Frau unser Zeug ab und dann geht's endlich zur Wiesn. Es wird eine schöne Blasenentzündung geben hier. Ich kacke mir ein. Ey, so ein Inkognito trinkt hier Darmsaft und behandelt seinen Körper gut.
Okay. Achso, lol, okay. Ja, lol, okay. Achso, ich rauche natürlich nur, weil ich Bock habe. Und warum säufst du? Ja, weil es mich geil macht. Also ohne Scheiß. After. Also kommen sich nur abholen? Das ist mein abgefressener Nagel. Ja, in Fotzrico hat die Wiesen hier eigentlich schon lange begonnen. Hä? Was? Ja, die Wiesen. Ich hoffe, wir kommen immer noch. Können wir die morgen auch noch zu Wiesen, weil wir kommen ja erst um 5 Uhr da an. Und können wir auch, aber ja. Eigentlich wäre es eine gute Idee und dann nüchtern wir im Flixbus. Wir gehen einfach an beiden Tagen, weil ich nur 5 Stunden saufen. Das ist zu wenig für uns kranke Idioten. Haben wir gestern schon gesoffen? Na, ich rede. Ja, stimmt. Na, aber wir müssen trotzdem mehr saufen. Na, die Pillen, die müssen aufgebraucht. Wieso geht denn das hier runter, Mann? Alter, entspann dich doch mal. Ist einfach nur schön, so richtig entspannter Urlaub. Ey, das Leergut wurde gesammelt. Und dann kann Kognito hat seinen Hosenstall immer noch nie geschlossen. Ich verstehe nicht, warum ich den schließen soll, der verdammte Scheiße. Ja, damit meine Hand schneller reinkommt. Lol. Ja, wir sind jetzt da, warum macht die nicht auf? Weil wir doch fertig rauchen müssen. Was? Nix. Ja, was soll ich denn sagen? Wir lassen hier unsere Taschen. Und dann gehen wir. Warum ist denn die Stimmung eigentlich so? Ich meine, wir sind hier im Westen, das ist ein Röhrenfernseher. Wir sind hier gelandet, oder? Ich weiß es nicht, ich habe höllische Angst. Weil es gibt ja nicht, dass man einen klauen kann. Ja, was ist denn mit dem hier? Achso, das wird natürlich. Entwendet, ist ja selbstverständlich. Schaut dort an, Chris Bester. Ja, das ist kein Geld, wurde gerade genommen. Wir haben die beiden Damen dort hier. Jetzt kommen sie wieder. Aber, okay. Naja. Wir sind ehrenlose Hunde. Achso, mein Handy. Nicht wahr? Ja. Okay, der Inkognito hat mal wieder seine Kamera fallen lassen. Ja. Und da ist ein Teil abgeplatzt. Der ist hier nicht abgeplatzt, das kann man hier einfach wieder reinstecken. Siehst du? Das ist jetzt. Die Scheiße geht weiter. Also, ich weiß nicht, du willst jetzt bloß eine Dramaszene hier einfügen in deinen Vlog, oder? Die Kamera wird heute noch kaputt gehen. Das Drama, das haben wir bereits hinter uns von letzter Nacht. Besoffene bierbrüchige Männer werden dir die Kamera aus der Hand schalten, wenn sie belästigt. Ja. Mir wurde gedroht, dass ich heute gefistet werde von so einem Perversen, der mir ein Video gesendet hat. Das Video, das ist. Wie er seinen Arschloch gefilmt hat, denn sein Schwanz war in so einem Peniskäfig drin. Und da kannst du einfach zeigen? Nein, das wird er da auf 18. Nee, ich zensiere das dann, aber ich will es so, trotzdem einmal mal sehen. Na gut. Und der Typ, der hat mich halt angerufen und gesagt, er ist auf dem Oktoberfest. Und ja, also ich weiß nicht, es wäre natürlich auch nicht schlecht, so ein Perversen halt zusammenzuschlagen, aber. Das ist total geisteskrank. Oder ich fisse den. Nee, für 20 lasse ich mich fisten. Ja, sorry. Hey, edler Sud wurde jetzt geschenkt von diesem guten Mann. Darf ich Ihnen den Vlog zeigen? Natürlich, klar. Ausgezeichnet. Abonniert Hasselbande. HUSTLEBANDE. Edler Sud aus dem Jormas hier. Hey, das ist krank. Es galt mich unnormal jetzt vor Ort, das unendlich zu stehen nach all den Jahren. Mein Herz pocht auf 180. Mein Schwanz ist steif. Und edle Sud. Hey. In der Lederhose auch heute. Du Schwein. Das ist geil, unnormal. Das ist geil. Sau. Geil. So, was ich was gerne. Und ihr? Servus. Na, erzählt mir was. Ja. Wie findet ihr eigentlich München, Herr Herzberg? Naja, es ist ein linksversifftes Rattenloch, aber es ist teilweise schon angenehm. Ja, der Haus hier ist rechts, nur noch so. Nicht nur der. Na, ey, erzählt mir was. Ja, wir warten hier schon über 1,5 Stunden. Wir haben uns verspätet. Ja. Es tut mir leid. Treue Fans. Ja, wahre Ehrenmänner. Ja. Was ist mit dem verdammten Kleingeld, Herr Schwein? Ich hab ihm hier gerade Kleingeld gegeben. Was soll denn die Scheiße? Wer hat sie verdient? Ja, aufteilen, einfach aufteilen. Der teilt aber nichts, der verdammte Abmarsch. Du miese Stück Scheiße. Wie schmeckt das so, sei ehrlich. Na, ekelhaft und widerlich, aber das ist scheißegal. Ja, die pissmame Flöre da, oder? Jetzt gibt's erstmal ein stabiles Bier und Schweins Schmaus.
Was war los? Was? Ja, jetzt schwingt es heftig nach meinen Gasen, die in meinen Körpern feucht sind. Das tut es aber edel. Das ist eine Uhr. Wo ist die Damenuhr? Film die Feldrolle. Ich weiß es nicht. Was zum Teufel? Ja, keine Ahnung. Entweder ging die letzte Nacht verloren oder ich hab die irgendwo verloren. Hey, was mir jetzt wirklich live aufgefallen ist, Max Adlersohn sieht in Real Life weniger verbraucht aus als auf den Videos. Wirklich richtig sexy. Richtig sexy. Wie bitte? Ist kleiner als ich dachte. Redest du über meinen Penis? Genau. Hey, in den Videos war ein bisschen kaputt und verbraucht. Als, wahrscheinlich, weil du jetzt gerade im Süden bist und nicht im Osten. Sieht einfach frisch aus, denke ich mal, oder? Vielen Darm. Gerne. Möchtest du mich vielleicht flachlegen, du Schwein? Ja, das ist privat. Hey. Was? Ei! Ja, mit dem ja, auf jeden Fall. Wenn es klein geht. Da ist der Mitte Schwein. Vielen Enddarm. Es ist meine Ehre, es ist meine Ehre. No homo! Und Tokido? Ja? Was sagst du zu diesem Fuß? Oh, Junge, der ist alt, stinkig und verschrumpelt. Alter! Junge, ist das krass. Geh mal kurz weg. Der Fuß. Ja, jetzt zoomen wir mal ran. Warte, doch, ich will dein Fuß fotografieren. Das ist ja ekelhaft! Bleib doch mal da! Wie bitte? Das ist ekelhaft! An dieser Stelle stellvertretend für Ringer Arnos richte ich hier die Grüße an Max Herzberg aus, Ringer Arnos! Ringer Arnos! Ja! Arnos! Und dieser wunderbare Mann ist unser Gastgeber für die heutige Nacht. Ja, mein. Bleibst du uns treu und wirst du uns nicht im Stich lassen? Na, ich habe erstmal kein Taxi zu rufen. Was soll denn das? Ja, natürlich, alles vorbereitet, Bude gewischt, Scomber-Mix eingekauft. Fida Cola, wir haben alles da, die Bude ist voll. Ehrenmann. Max, der SF, der hat uns terrorisiert, der hat uns einen beschissenen Schlafplatz versprochen, der hat uns fallen gelassen. Ich bin in München geboren, aber meine Eltern kommen aus Leipzig, deswegen. Wie lange lebst du in München? Ja, seit meiner Geburt, ich bin geboren. Hast du irgendwann was von Ostdialekt? Ne, natürlich. Warum lebst du in München seit deiner Geburt? Du hast Ostdialekt, was passiert da? Naja, der ist geheimnisvoll und mystisch, der hat was zu verbergen. Jetzt erzähl doch erstmal was über dich. Du bist aus Dresden hierher gekommen. Die Leute interessiert, wer du bist. Also erzähl Schuhgröße, Penisgröße, was trägst du für Unterwäsche, wie alt bist du? Das wäre mir. So ein Schwul. Das wird später noch alles rauskommen? Ausgezeichnet. Nee, sei ehrlich. Stehst du auf Schwänze oder Muschis? Ja, das ist. Was ist denn das für eine Frage? Schwänze. Ja, hallo? Na, hi! Was soll denn das? Hallo! Hi! Dürfen wir die Gesichter mit rein? Natürlich. Na, hi! Noch mehr Ehrenmänner getroffen? Ich grüße Anton. Ja, ich grüße Anton. Geil. Ja, ich mir auch. Erzähl den Leuten mal was über München. München ist sehr schön. Ja, klar. München ist der schönste Ort der Welt. Warum seid ihr nicht zum Bauwagen gekommen? Ja, weil du das Kleingeld rausrücken sollst, du miese Sau. Oh Junge, vielen Mastom. Fick dich. Ja, nichts. Na, oi, zieh dich aus. Was sagst du dazu, dass dieser Mann... Dass mir dieser Mann mir gerade dieses Geld geschenkt hat. Taschengeld gut investiert. Ja, das Geld ist gut investiert. Was heißt du von Dermen? Dermen! Nein, ein wahrer Ehrenmann. Noch einer. Ich brauche aber noch was. Junge, das brauchst du nicht. Brauchst du nie. Raus mit, krass, raus mit dem sagen. Kleingeld. Raus damit, du miese Schwein. Vielen Derm. Oh. Vielen Derm. Gott segne dich. Ich küsse dich. Hey. Erzähl mal was den Leuten. Analverkehr ist gut. Ui, das Fan-Treffen ist ausgeartet. Wir sind ja am Bahnhof und nur Ehrenmänner. Feinste Spenden wurden eingetrieben. Das ist einfach nur wunderschön. Ui, wir warten jetzt immer noch auf Hector Panzer, aber der müsste in den nächsten 10 Minuten ankommen. Ich ersehne seinen Darm. Gib mir deine Schuhe. Null! Was hältst du von Van Darm? Nichts. Scheiße! Ui, führ's mir in die Tasche ein. Vielen Darm! Hey, noch mehr Ehrenmänner getroffen? Erzählt mal was! Der Haus, der ist rechts. Das ist korrekt. Und du? Ja, ich stimme ihm zu. Bist du auch rechts? Ich distanziere mich. Lucky des Todes. Ihr seid sehr hübsche junge Männer.
Wie bitte? Ich distanziere mich von allen Äußerungen. Der Haus ist. Hey, Hector Panzer fährt ein. Geil, Krone! Elias! Elias! Krone! Das ist er ja gar nicht. Wo ist jetzt der echte hier? Junge, was hast du hier dabei? Nimm noch ein Messer. Das ist absolut schön. Danke. Das sehen wir dich. Warte, wo gehen wir denn überhaupt hin? Nachdem ich es geäxt habe, die Wiesen heute, das wird alles für Katastrophe. Ja. Ich habe schon dazu vorgeschlagen, dass es zulaufen ist. Schon jetzt voll durch. Ich habe 98 Zeit, nur noch mit die scheiße Äxte, also mach, Alter. Ich bin gesponsert für diesmal, Film den Mann, der hat uns gesponsert. Ja. Nur damit ich sehe, dass er es ex, Alter. Was machst du einen Hut ab? Wer will den Hut haben? Ich? Nein, die Frau. Okay, du kannst so sehen. Scheiße, das muss knacken. Jetzt sechste Kacke, los. Verdammte Scheiße. Ich habe ihn hindern wollen, aber ja. Auf mich hört er niemand. Keiner hat ihn hindern wollen. Wir waren ihn noch nicht am Kotzen hindern. Das ist einfach nur geisteskrank. Das Einzige, was wir hindern werden, sind die... was die Leute hier denken, wir sind Ex-Typen. Sind die Ärzte, die versuchen, diesen Mann Krankenwagen zu liefern. Weil dieser Mann ist einfach zur Schaustellung auf dem Wiesen liegen bleiben. Damit die Leute noch mehr Alkohol in seinen Schlund reinführen. Alter, das ist nicht normal. Junge, du hast gleich geschafft. Junge! Du hast gleich geschafft. Alter, das gibt's doch nicht. Das ist doch geisteskrank. Sechs! Ah! Jetzt kommt die Polizei. Ein Statement zur Sachlage? Aber hier gibt's keins. Eigentlich ist der Alkoholkonsum am Wagen. Der Hausherr hat recht. Nee, kannst du mir mal sagen, warum du das gemacht hast, bitte? Weil ich gesponsert bekommen hab. Ich liebe dich. Das ist doch krank, Alter. Der erste, die ersten 250 Milliliter haben wie Wasser geschmeckt. Das war ein verfickter halber Liter. Na, greift jetzt langsam? Nö, noch nie. Nein! Das ist einfach nur geisteskrank, das ist nicht mehr normal. Das ist alles nicht mehr normal. Das ist ganz normal bei uns. Also im Osten ist es normal, aber hier. Die Leute geguckt haben. Dafür bist du hier normaler. Eine U-Bahn! Eine U-Bahn! Eine U-Bahn bauen wir! Von Sachsen bis der Prolis! Eine U-Bahn bauen wir! Okay, jetzt original! Eine U-Bahn! Junge, bitte! Es eskaliert völlig in der U-Bahn! U-Bahn! Ist das geil, Alter! Wie bitte? SOS Notruf! Ich trinke ein Augustiner Festbier auf Max Herzberg und kaufe ein Max Herzberg Fund Angels Augsburg Shirt für Deutschland! Das ist einfach nur geisteskrank, was hier alles ausartet. Zeigt mir eure Därme! Also, wie bitte? Der Darm ist es. Also wir sind jetzt da. Oh ja, das kommt da. Du Mini Sau! Was hat denn gemacht? Die Kamera zugeschaut. Scheiße. Sollten das? Jeder Dom! Er muss weg! Weg mit dem Dom! Weg mit dem Dom! Der Dom ist weg! Scheiß auf YouTube! Entmonetarisierung, Alter! Ich hoffe, das wird alles entmonetarisiert. Oi.
Junge, das ist das Oktoberfest. Ich weiß es nicht. Wir sind endlich da. Aber wir gehen jetzt erstmal in Edeka und holen Suff. Ja, aber will ich doch hoffen. Was kotzt du? Nein. Leon! Ah nee, der macht gerade seine Kamera hier schon auf. Alter, ich wollte nur an der Kamera machen. Der Inkognito erquält Betrunkene. Ich habe sogar welche, die getrunken da. Ich hab die getrunken. Ja, sei. Direkt an der Bavaria. Moment, was machst denn du? Na, ich weiß es nicht, ich bin zu Hacke. Hier sind halt Ameisen drin und das kann man dann nicht mehr saufen. Doch. Und warum entlässt du das in die Sauf? Na los, na dann trinken wir zu schweigen. Hey Elias, der kriegt das alles. Leute, ich muss sagen, können wir mal bitte irgendwo hingehen, wo ich auf Toilette kann? Wieso bist du so betrunken? Ich bin noch nüchtern. Ich liebe dich. Elias, du kannst da drinnen pissen. Der langersehnte Edeka ist endlich sichtbar. Und jetzt wird billiger Suff geholt. Und sehr gut abgegeben. Was? Ich würde mich gerne irgendwo ins Leeren gehen. Wie jetzt in einer Frau oder? Nee, im Busch, du Kopf. Ja, da kommst du her. Du wieses Schwein. Also ich würde sagen, wo ich immer pissen darf, was in von ihm geht. München. Guter Mann, wer sind Sie? Ich ex hier was für euren Vlog. Na, das ist doch mal was. Oh, Junge, ja. Das ist einfach nur schön. Hier, Weibergesurf. Auf die Tod. Hauptsache hinter damit. Ein wahrer Ehrenmann. Ex-Mann. Aus dem VIP-Zelt. Hinter damit. Entschuldigung, aber hier ist Alkoholtrinken verboten. Oh, ja, ich... Aber ex ist nicht verboten, oder? Ja, trotzdem. Trotzdem draußen ist nicht verboten. Okay. Du hast gleich geschafft, mehr. Du hast gleich geschafft. Oh, ja. Ehrenmann. Ehrenmann. Du bist ein absoluter Ehrenmann. Elias. Schmeckt der Wein nicht? Das ist nicht der aus Dresden. Das ist irgendwie komisch. Einmal probiert. Ich hab nur ein Ländchen, damit können wir gehen. Schweizer Wein. Wie schmeckt der Mindestwein? Lecker. Oi. Oi, dieser Mann hat jetzt erstmal Pushkin-Wodka geholt und eine schöne Mische gemacht hier. Eine Frage. Ich bin nicht 18. Was? Und ich bin minderjährig. Bist du nicht? Du hast doch gerade gekauft. Nee, was wollte ich sagen? Ich bin Bauwert. Wo ist denn das Lean? Ja, nein. Das Lean! Das Lean! So, ich mache jetzt Werbung, Ruhe. Für wen denn? Für mich selber. Kann ich auch sowas haben? Ne, hör zu jetzt, warte. Aber kann ich dann sowas haben? Ja, mach jetzt hin! Ja, also. Voigt Hasselbande für die Analphabeten Hustlebande. Naja, jetzt kann ich sowas haben. Könnt ihr euch uns an... Wo ist jetzt? Hasselbande aus Ersttape. Könnt ihr Kasselbande Anderson approved? Ich hab euch lieb. Ja, auf jeden Fall. Wir sind jetzt endlich mal drin. Ich weiß nicht, dass wir das noch erleben. Ja, Kotze! Kotzhügel! Also ja, das ist es und es ist einfach nur riesig. Ich hab mal irgendwie bei. Max. Ich habe mir einen sogenannten Max-Burger Burger gekauft für 7,20 Euro. Ich kotze im Strahl. Kann man es essen oder nicht? Es ist schmackhaft auf jeden Fall. Schmeckt? Ja, schmeckt. Was gibt es überhaupt? Was ist das? Ich wollte irgendwie Weißwurst essen, aber die gibt es ja nur bis um 12. Gib mal einen Schluck. Was ist das? Ich esse jetzt erstmal hier. Gib mal ein Stück jetzt. Ich warte hier seit Stunden, halt's Maul. Ja, und was ist Hallo, ich bin rechts. Francis Kleingeld im Busen. Ui, was? Ja! Hey! Hinten weggelaufen. Erzähl mal, was gerade passiert ist. Ja, der Elias, der hat
Pizza gegessen, noch einmal geklaut und jetzt beschwer, jetzt was. Der hat, ey Junge. Ja, keine Ahnung. Ich sag's mal so, der Elias hat eine Pizza gestohlen. Junge, der hat das komplette Gurkenglas runtergeschmissen, weil der die Pizza nicht mehr ja, warm machen wollte. Ich möchte ein Statement dazu aufnehmen. Der hat mich geschubst, obwohl es Elias war. Und der Verkäufer. Ja, ja, der hat mir fast den Nacken gebrochen, damit, das ist ein ganz schön starker Mann. Elias, gib da mein Statement. Wo ist mein Handy? Hey, das Kamerateam ist endlich eingetroffen. Die Mindestfilmer. Ist einfach nur wunderschön. Wird gerade verkabelt. Warte, komm her. Wir gehen schon wieder. Schwarze Lippen auf weißer Haut. Ah! Ja, ich hoffe, du hast gefilmt, du Schwein. Hey! Hey, ich bin homophob. Hinter Panzer ist ein Ehrenmann. Leckerskö ist ein verfickter 31er, Alter. Leckerskö ist ein Bastard, Alter. Ich grüße Sieg Walter Fried, Waldfried Odenberg. Junge, was grüßt du für ein Bastard, Alter? Nicht? Nee. Dann nehmen wir jetzt Hasting auf gegen beide. Jörg, also, Walter, Siegfried Odenberg. Was ist dein Statement dazu? Bastard. Ja, Bastard. Okay, wir ficken ihn beide. Oder wenn er beide Stress will, dann wir beide kommen und ficken ihn. Das runterkommen ist jetzt nicht. Ja, rumkommen, ja, so runterkommen schon. Ja, Junge. Alter, das ist hier der falsche Pfand. Das? Das ist hier überall in meinen Beinen. Weg. Der Pfand. Der Junge, der wird ausgeraubt. Ja. Wo ist jetzt das Kleingeld? Ja, in meinen Socken. Miese Sau. Ja, oh Junge, das fällt gleich raus. Oh, nee. Ja, ich bin der Kleingeldesel. Was hältst denn du von Oralverkehr? Scheiße. Sex mit Kindern. Was? Rindern. Jetzt gehen wir hier rein ins Schurbräu Rosel. Ich bin zwar ein bisschen heiß, aber immer noch völlig nüchtern und das kotzt mich einfach nur an. Hey. So, wir sind jetzt nicht reingekommen, weil das voll ist. Also diese Zelte hier sind voll und wir sitzen jetzt hier einfach nur an dem Tisch draußen. Ja, die zwei, komm schon. Ja, am Schor, das ist doch. Das Häuschen, das ist Schor. Ja. Lina Bier. Ja, und beim Haupteingang, das sitzen wir bei den Tischen. 3, 4, 6, 8. Also der Elias ist völlig besoffen und pöbelt hier alle an. Ich liebe ihn. Ich liebe dich. Servus. Danke. Junge! Mal die Ausländer in Ruhe! Oh, Junge! Oh, Junge, das ganze Pfand! Das hat kein Pfand! Dort, die Kugel hat kein Pfand! Nein, die haben kein Pfand! Nein! Das halt Gamel. Es gibt hier wirklich kein Pfand! Ihr wisst, das Pfandbusiness! Ja, also ich liebe sie! Du bist absolut nicht dicht! Servus! Alles gut? Henry, die armen Leute! Junge! Hi, Schatma! Danke, Bruder, lass mal kurz hier reingehen! Hey! Komm mit! Ja! Anders, dann bleib mal kurz draußen! Hey! Junge, wie im Brennpunkt! Elias! Ja, das ist ja ein öffentlicher Platz. Also die Toiletten sind 20 Meter weiter, aber da stehen ungefähr 10 Personen und ich immer voll so. Da habe ich natürlich keine Geduld. Oh. Du weißt schon, dass du an einem Kinderwagenparkplatz bist. Ach so.
Naja, das ist mir sowas von scheißegal. Oh Junge! Oh I! Oh Junge, du Rattensau! Alter, man sieht hier wirklich, warum dein Inkognito gerade hier wild gepinkelt hat. Die Schlangen sind ja wahnsinnig lang und dann bezahlst du noch mehrere Euro. Das ist ja geisteskrank. Euch zu! Lauft euch zu! Ja. Nee, im Ernst, wir sind im gleichen Alter. Wir sind echt mittlerweile echt gute Arzt. Und wir haben uns echt... Heiraten? Nee. Oi, kannst du mir bitte mal erklären, wie du an dieses Getränk gekommen bist? Naja, du gehst hier durch die Wiesentische. Na, und dann nimmst du sie einfach vom Tisch. So läuft das hier. So geht man auf die Wiesen ohne Geld. Und zwar Hacke mit nur das hier. Schwör auf deinen Busen. Ich schwör auf alles an mir. Ja, dann gib mir einen Schluck. Nein! Scheiße! So schräg, du Schwein! Was ist denn das für eine Binde? Das ist Darmbindner, Junge! Lecker! Lecker! Jawohl, wir haben es endlich geschafft, ins Zelt zu kommen. Ja, Mann! Jawohl, Alter, das Inkognito-Fest ist hier wirklich heftig am Eskalieren, also ich bin so im Strom, das könnt ihr euch nie vorstellen. Ich habe noch nie so besoffen gesehen, wirklich, das ist einfach nur geil. Jede einzelne Mutter von jedem Kleinkind würde ich hier ficken, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich habe Kleingeld in den Füßen, weil der Max mir Kleingeld in meinen Hosenstall getan hat und das ist in meine Schuhe rein und das ist jetzt in mein Schuhen drin. Und der Bulle, den fick ich, den Bullen, den fick ich. Jawohl, ich fick dich. Alter, bitte. Erzähl mal was über die Mahlzeit. Ich war gerade angerufen. Die Pancakes! Die sind süß. Wir müssen zu dem Turm mit dem Bierglas oben drauf. Wo ist denn hier Turm? Ja, da! Dort! Ja, genau, dahin. Aber da kommen wir doch gerade her. Oh, wir sind so Idioten. Oh, nee, wir sind richtig dumm und abgefuckte Aussies, Alter. Jetzt gib doch mal ein paar Maß aus, du Schwein. Junge, das Maß wird geklaut. Du mieses Schwein. Säufst du das wirklich? Oh, Junge! Du kannst doch nicht einfach was trinken, was da Alter, steht. Da kann jemand reingepisst, reingespuckt oder reingewichst haben. An mir ist das scheißegal. Dein Ex die Scheiße, wenn das scheißegal ist. So ist die Fans. Das erste Mal, dass Inkognito irgendwas ex. Ich fass es nicht. Alter, hinter mit dem Bier, hinter damit. Jawohl, ich fass es nicht. Ich fass es nicht. Alter, du... Oh, Alter. Der Inkognito ist mein Held. Nein. Egal, ignorier sie. Junge! Nein, wir müssen da zu dem Turm dahinter. Ich liebe dich! Ich dich auch! Junge! Alter, das ist der krasseste Vlog überhaupt, Mann. Das ist der krasseste Abend überhaupt. Was ist nach Hause? Rechts! Hilf nicht! Nicht von hier! Alter, Junge! Alter! Du kranker Bastard! Hector weggepackt! Das ist ein gutes Ficken, den Hannibal, Hector! So, ich bin jetzt mit diesem Mann hier alleine. Servus! keine Ahnung, wo wir sind. Sellinger Tor. Sellinger Tor? Also, naja, wie soll ich das erklären? Irgendwelche Idioten halt sind, also die haben nur Englisch gesprochen. Die sind halt auf den Inkognito losgegangen, das habe ich gesehen und dann, naja, habe ich denjenigen, der auf den Inkognito losgegangen ist, niedergestreckt. Und zwar legendär, oder? Legendär! Ja, also, einfach nur geisteskrank, naja. Dann sind ungefähr 5 seiner Kumpels auf mich losgegangen, haben mir den Schädel zusammengeschlagen, das schmerzt. Ich hatte Glück, ich habe mich geschützt und so, bin ja auch nicht so besoffen, deswegen habe ich jetzt nicht so viel abbekommen. Aber es tut trotzdem sehr weh. Ja. Jetzt müssen wir erstmal alle wiederfinden. Geisteskrank. Geisteskrank. Ich hoffe einfach nur, dass die von der Filmcrew das mitgefilmt haben, Alter. Bam! Das war krank. Geisteskrank.
Hey, es ist jetzt irgendwann... Ich bin Andreas Gabalier. Nein, das bin ich. Gib mal einen Statusbericht, was geht und was läuft? Na, ich will es einfach mal sehen. Zeigt mir eure Scheiden! Ich will Mösen sehen! Voll druckische Scheiße! Fick dich! Verpiss dich mal, mein scheiß U-Bahnhof! Ah, ich muss gleich kotzen! Ich will einfach ficken Pimmel sehen! Du bist so bescheuert, ich hab dich lieb! Ich so! Junge, der Feigling, der war gut heute! Und dir geht es aber gut! Alter! Hey. Es wird zu wenig gepöbelt. Es wird zu wenig Minderheiten beleidigt. Was ist mit dem Mann da? Er ist sehr verwahrlost. Siemens! Junge! Musik! Ich bin völlig im Eimer, so beleidigt. Egal. Egal, eine Maß noch und passt schon. Eine Maß und ich bin tot. Erzähl mal was. Was soll ich sagen? Mann? Das ist ein guter Mann. Und was habt ihr zusammen schon erlebt? Suff. Schöne Sachen. Hey. Was geht denn jetzt? Nichts. Wir holen uns eure Sachen ab. Ich weiß nicht. Was? Fahr mal zu mir! Ich hab dazu gelernt. Erzähl mal. Na, ich lag am Boden und wurde von drei Fidschis zusammengeprügelt. Ja, dem einen habe ich so die Fresse verliert. Ja, den anderen Fidschi habe ich einen Frontkick gegeben, dann sind andere auf mich los. Auf einmal lag ich am Boden, ich war zu besoffen. Aber du wolltest doch das küssen, oder? Ja, das stimmt. Alter, hast du da einfach eine Hölle schwer? Ich würde da gerne dein zerschrundenes Gesicht filmen, aber naja. Nee, lieber nicht. Du hast echt kassiert, das ist einfach nur. Ja, wir sind in der U-Bahn. Wir haben den scheiß Abteil für uns, außer diese komische Schwarzhaarige da drüben. Die filme ich jetzt nicht. Warum nicht? Naja, die ist ja hässlich. Na, scheißegal, auf jeden Fall sind wir dreckige Assis und dreckige Assis rauchen natürlich in der U-Bahn, oder? Ja, raucht er mal mit Genuss. Mit Leidenschaft. Ja. Alter, Nikotin ist echt geil. Also, oh, jetzt mal ohne Scheiß. Ich rauche nicht, um cool zu sein, sondern ich rauche einfach nur, weil ich Nikotin liebe. Ja, ich muss mal ehrlich sagen, seitdem du raus bist du verdammt cool. Lol, seitdem ich rauche. Ja, du hast recht. Na komm, Endzug geht noch. Boah, das ballert, Alter, das ballert. Junge, mach die Kämme aus, Junge, das ballert mich weg. Danke. Hey. Wir sind jetzt in der Behausung angetroffen, wo wir die Nacht verbringen. In dem Hund? Nein! Nee, oh. Es ist einfach nur schön hier. Die miese Filmteam ist sogar auch hier. Ich fasse es nicht. Das ist so geil hier, aber die Dein Fotzrico schläft schon fast. Ja. Erzähl mal aus. Gute Nacht, meine Engel. Stinkender Lulatsch. Was lümmelt denn hier so rum, ihr Schweine? Ja. Ich warte auf meinen Akku. Jesus, ich war noch im Tod. Du auch. Ich war auch so sagen. Der Hund ist so süß, also ohne Mist. Das wird jetzt zum neuen Brennpunkt gemacht. Die Bude wird zum Brennpunkt umfunktioniert. Das ist ein laufender Teppich. Ja. Das ist eine lebende Taschenmuschel. Ich benutze ja eigentlich nur benutze Babywindeln als Taschenmuschis, aber der Hund ist so nicht schlecht. Babywindeln heute, das war absolut geisteskrank. Die ganze Scheiße und was war das weiß eigentlich? Halt's mal. Kein Problem. Ich muss wirklich mal sagen, du bist ein wahrer Ehrenmann. Ja, okay, ja. Mann, Alter. Also, das Obdach hier ist wirklich... Ich fühle dich wie zu Hause. Das tue ich. Das Klo ist schon verstopft. Das war ein kranker Scheiß. Alter, was macht denn der? Ich möchte schlafen. Statement? Kein Bett oder nichts. Alter, ist das krank. Wie bitte? Ist das die Gesichtshaut eines Opas? Oder mein Kaffee? Und damit guten Morgen. Na, das ist der Hausherr hier. Ist der Hausherr rechts? Klar. Ich hoffe, du hast den Zusammenhang jetzt verstanden, aber... Wenn ich rechts, dann wäre ich kein Hausherr. Ehrenmann. Präsentier mal deinen miesen Fuß.
Ja. Erzähl mal was. Ja, es war einfach irgendwas schön gestern. Ich meine, die Schlägerei, die Vizis. Ja, der Impacto hat ein paar Runden zu tragen. Wir hätten die Fidschis einfach Fidschis-Bimmer kaufen sollen, da wären die ganz sehr bunte, nur weil die Fidschis erworben hast du vielleicht WLAN? Ja, ja. Hab aber nicht verstanden. Der Inkognito, der hat heftig kassiert im Oktober. Oh, Junge. Zeig dir mal die Wunden. Oh, Junge. Auf dem Bett, im Bett. Hey, die Willkommenskultur ist hier wirklich sehr ausgeprägt. Es gibt ein Frühstück mit mehreren Gängen. Neu. Neu. Gib mir was ab, du mieses Stück Scheiße. Voran. Wie klingelt da? Wer kommt denn? Schön, Alter. Vielleicht ist das meine Mutter. Na, das ist halt unser Frühstück. Vertrocknete Croissants. Feinste Brötchen. Und also wir sind hier wirklich gut verpflegt. Ja. Nee. Ja, keine Ahnung. Mir fällt das überhaupt nicht... außergewöhnlich ist ein, was ich dazu sagen soll. Das ist halt einfach echt ein Croissant. Und das esse ich jetzt. Reiß noch mal rein. Junge, Junge, also dein Inkognito hat hier geschlafen und entweder hat es den Tag oder ist inkontinent. Fragen über Fragen. Junge. Ja, es ist halt ein bisschen Blut hier abgetropft. Sieht zwar nicht wie Blutflecken aus, sondern wie irgendwas Mysteriöses. Dass es irgendwo anders herkommen könnte, aber ich habe keine Ahnung. Ja, ich denk mal, das war schon so. Ja, wenn ich das hier an deiner Hüfte betrachte, dann... Ja, dann ist scheißegal. Was ist denn hier drin? Honig. Das ist nicht immer gelogen, schau die Verpackung. Ist das geil. Der Honigkaus wird kommen. Sagen Sie dazu, Herr Herzberg. Feinstes Huhn. Ja, das finde ich so Speis. Das ist einfach nur wunderschön. Äxte in Eimer. Ja, Äxte. Junge, das ist einfach nur wunderschön. Nicht gut, oder? Ich nehme erstmal hier so. Das ist einfach nur geil, Alter. Ich komme. Eine Soße und das ganze Backing. Ja, geil. Alter, mal dein Maul. Hey, wir betreten jetzt diese Kirche. Ein heiliges Gebäude. Wenn wir drin sind, ist es nicht mehr heilig. Du wirst es jetzt entweihen. Ja. Ich hoffe, das Echo ist ja gut. Ja, aber wartest du noch? Warte mal, lass mal ausmachen. Ja! Statement zur Sache. Das ist wirklich alles ganz traurig. Hey, also die Toilettenfrau hat uns diese Chips geschenkt, damit ich sozusagen einen Shoutout mache. Der Mann hat sozusagen mich angepreist als YouTuber und so. Kein Problem. Und gesagt, ja, der macht Werbung und so, wenn ich hier reinkomme. Das ist ja klar. Dann habe ich mit dieser Frau nicht gerechnet. Und Naja. Und dann kommt nach oben und bitteschön. Darf ich in die Toilette pinkeln? Ja, bitteschön. Okay, vielen Dank. Oh, ausgezeichnet, Junge, Uri, nach alle. Das ist wirklich ein sehr exquisites Klo, kann ich mir weiterempfehlen. Nee, mein Ernst, wirklich ein fetter Shoutout an das Richard und diese wunderschönen Damen hier an der Theke. Also ich rede jetzt nicht von der, ja, diese und die Blonde, wissen die? Ja, Alter. Oh. Halleluja, danke, dass ich urinieren durfte. Junge, Flug der Mulden, liebe ich. Das ist einfach nur schön. Fluch des Nervis. Nein. Oh, Junge. Danke, Merkel. Ja, genau. Und du, FC Bayern? Ja, Dankeschön. Erzähl doch mal. Ja, wenn du vom FC Bayern eine Jahreskarte möchtest, ne? Kannst du jetzt beantragen. Wenn du Glück hast, kriegst du in 10 Jahren. Ja, Alter.
Zeig mir den Film. Zeig mir den Film. Zeig mir den Film. Was ist das Problem? Zeig mir den Film. Aber die fast aufs Maul gehauen. Ah, du hast ihn zurückgehalten. Der Wichser. Bin ich halt angekommen und hab den halt die Kamera aus der Hand gerissen, also den Max, und die einfach an mich genommen. Und dann hat er aus Protest eben sein Handy gezogen und hat uns gefilmt, obwohl uns das scheißegal ist. Die Leute sind ja alle so aggressiv. Das ist echt krass. Der Typ, der geht direkt auf mich zu und nimmt mir die Kamera weg, ist einfach nur krank. Ab ins Spielzeugmuseum, dann locken wir die kleinen Kinder ein. Der Suff, der steckt noch einen Knochen anscheinend. Die Junge ist einfach nur schön. Howdy! Ist das die Lehre des Satans? Nein. Dann habe ich kein Interesse. Oi. Das sollte eigentlich leer sein. Das sollte. Ja, der Feuer ist schwarz. Der ist in schwarz. Junge, hau dir mal aufs Maul. Oi. Zeit für den Pokal. Seine Lanze ist aber ganz schön mächtig. Oi. Oi. Ja, kannst du eine Lanze da noch? Oh, oi, oi. Ich will gar nicht wissen, was sich unter diesen Kostümen verbirgt. Mieser. Alter. Wie das die nächste Jahre? Seht ihr diesen Cut hier im Gesicht? Das war gestern auf dem Oktoberfest. Ich bin fein leben ohne Merkel! Wahre Worte, aber nee, was haben die gegen Putin? Das ist einer der wenigen Präsidenten, der Eier hat und Charisma. Mann, Mann, Mann. Alle Scheiße hier. Die Krim gehört jetzt mir! Jawohl! Was für ein anmutiges und mächtiges Wesen. Was zum Teufel ist das, Alter? Das ist ja absolut krank. Danke, Merkel. Ausgestopfte Tiere mit irgendwelchen Geweihen und so. Junge. Oi, 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 oi. Bitte. Ist einfach nur schön. Aber feinste Messer auf jeden Fall. Den musst du ächzen hier. Der größte Bierkrug der Welt. 32 Liter, Junge. Das bin auf jeden Fall ich. Ja, kann man sich auf jeden Fall mal gönnen. Link in der Beschreibung. Oi, noch eine schöne Mahlzeit vor der Fahrt. Und du bleibst hier? Naja, ich hab's ja nicht weit bis nach Hause. Also ich fahre eine Stunde noch. Nein, ich meine, du bleibst in Bayern. Ach so, ja. Mieses Schwein. Ja, hast du mal das Wochenende zusammen? Suff, Pöbeleien, Beleidigungen, Grabschereien. Was ist denn das? Ja, ein Mitbringsel aus dem Oktoberfest. Ich liebe dich. Oi. Und noch ein Abschiedskuss. Halben Stunde genau kommt der Bus, aber er ist leider noch nicht da. Also er kommt nicht in einer halben Stunde, er ist dann da. Ah, hier bist du da wieder. Na klar. Wir haben dich nämlich verloren auf dem Weg. Ja. Du bist bei irgendwelchen Antisemiten hängen geblieben. Ja, guck dir das an, was soll die Scheiße? Da habe ich voll gelabert, da habe ich voll gepöbelt. Was haben wir dir erzählt? Ja, man könnte viel mehr erschaffen im Leben. Ich dann so, ja, Entschuldigung, ich will nicht mehr erschaffen. Ich will eigentlich meine Ausbildung machen. Was soll man denn erschaffen? Ach, man soll irgendwas schaffen, keine Ahnung. Das ist ein Scientology. Das ist wieder so ein Scientology, keine Ahnung. Halleluja. Das ist der letzte Dreck. Ich. Wollt ihr noch Geld von mir haben? Ja, komm. Also, da ist eine CD drin. Ja, natürlich, ein DVD. Fickt auf euch. Ja. Ihr Antisemiten oder was immer ihr auch seid. Ihr Arschlöcher. Junge. Was ist denn los? Die haben Bücher von L. Ron Hubbard verkauft. Ja, ich hab's gesehen. Magst du diesen Autor? Ich distanziere mich. Der Bus ist eingetroffen, aber die Schlange ist schon sehr lang. Das kotzt mich gerade richtig an. Also werden wir nie einen Platz hinten bekommen. Affenscheiße hier. Also 3-3-5. Hey, warum auch immer, wir halten jetzt an und dann Kokito raucht. Ich habe langsam die Schnauze voll, also wenn man jetzt ganze Krümeltabak raucht. Ich habe in letzter Zeit so verdammt viel geraucht und gesoffen. Irgendwann schafft das der Körper einfach nicht mehr. Also da gibt er dann irgendwann nicht mehr das Gefühl, dass es schön ist.
Na hier. Warum? Na, ich hab jetzt eine. Ich hab eine Dreh einfach fertig, das ist für später. Nee, ich rauch die jetzt. Ich tue das jetzt hier rein. Und das Pape, das hau ich einfach weg. Einfach nur, weil es Spaß macht, Dinge zu verschwenden. Und was hältst du vom Flixbus an sich? Naja, die Sitze sind langsam zu hart für meinen weichen, fetten Arsch und ja, wir sind zurück in der Heimat. Und Kognito verabschiede dich bitte mal von den Leuten. Naja, es war cool, dass ihr uns die ganze Zeit zugeschaut habt, wenn wir uns besoffen haben. Ach nee, die sehen das Video erst, wenn du das ins Internet gestellt hast. Ja, die haben uns trotzdem zugeschaut, wo wir uns besoffen haben. Na stimmt. Junge. Ja, fass nochmal das Wochenende zusammen. Ja, es hat sich gelohnt, es war aufregend, es war ein Abenteuer. Aber ich bin gerade in einem komischen Zustand, deswegen weiß ich nicht, was ich gerade von mir gebe. Aber es war cool auf jeden Fall alles. Also wirklich. Inkognito. Geldtiere. Ich geb's zu, es stimmt.